Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Heute ist wieder ein Erkundungstag-Part und in diesem Erkundungspart werden wir jetzt mal einen Dungeon machen. Der erste Dungeon in diesem Projekt. Und dafür rüsten wir uns jetzt mal ein bisschen aus und schauen mal aufs Leder. Haben wir Chocobo-Federn? Ja, haben wir Strings? Ich glaube nur wenig, aber wo sind die? Ah, da sind die Strings. 15 Strings, okay. Dann ist klar. So, 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 so. Oben. Okay. So. Ja, so. Zwei Sattel. Einen haben wir schon drin. Einen Chocobo. Und das andere müssen wir noch reinmachen. Das machen wir jetzt mal kurz. Aber rüsten uns zuerst aus. So, wir brauchen eine Hose. Wir brauchen eine Rüstung. Nein, nicht einen Cauldron. Wir brauchen noch Schuhe. Helm haben wir. So, wir brauchen ein neues Schwert oder zwei neue Schwerter. Ja, zwei neue Diamantschwerter. Da. Ja. Ein Schwert, weil wir nur zwei Diamanten haben gerade. Oder wo sind die Diamanten? Da sind die Diamanten. Wieso sind die noch da? Metrit kann auch rüber. Metrit Shield kann auch rüber. So. So. Wir haben kein Obsidian noch. Darum lohnt sich das auch nicht. Ausrüsten. Holz noch ein bisschen reintun. Und Fackeln machen. So, 40 reicht mal. Die Kiste könnten wir noch hier reintun. Wenn wir dann Kühe haben, können wir dann auch Rucksäcke machen für mehr Platz zum Mitnehmen. Aber besser wäre jetzt einfach, das noch im Baupart zu machen mit den Kühen. Oder dem Mining-Part, das ist ja auch ein bisschen, also es ist auch ein bisschen Farming. Das sind ja Farming-Parts und nicht, okay, den Tempel werden wir machen, oder? Den Turm, meine ich. So, also, du bekommst einen Sattel, wenn du gefüttert wurdest, aber wir haben kein Ding drin dabei. Wir haben sicher irgendwo noch Güsal, Wild. Der andere Chocobo können wir aber fangen, der ist schon gezähmt. Das ist er nicht. Das ist er mit dem roten Band, also immer die mit den roten Bändern ist unser. So, der hat nämlich jetzt einen Sattel. Und wir könnten ihn jetzt dorthin bringen zum Feld, so genau, und rüber ab Berg und Tal. Gut, den haben wir. Ich mache dann wieder einen zweiten Soundering Zoom, also einen erhöhten, und wir holen jetzt kurz noch Güsa Green, fütter den einen, geben ihm den Sattel und hauen es dann ab in diesen. Ist ein bisschen schön, der Turm. Also er ist nicht kaputt. Er ist keine Ruine. Könnte sein, dass er ein bisschen schwieriger ist oder weniger Loot bietet. Oder mehr Loot, aber eigentlich möchte ich ja, oder wollen wir in den Minotaur-Ding, der ist ein bisschen leichter, weil es weniger Creeper und Skelette hat. Ja, wir gehen dann mit Minotaur-Dungeon. Den habe ich auch schon mal ganz am Anfang gemacht. Der ist eigentlich relativ ja, wie soll ich sagen, er ist relativ harmlos, also ja, gut halt zu oh, okay, die geben nicht immer Setzlinge. Ich möchte es aus dem Garten haben und wir machen nämlich dort irgendwo einen Garten. Noch kurz
pflanzen die Sachen an, die restlichen. Und Minotaur und Tor Dungeon wird aber das Hauptaugenmerk in diesem Part natürlich. Der kann ja auch wieder ein bisschen länger sein, 23 Minuten. Also um die 25 Minuten möchte ich die Hexi-Parts machen, weil auch schon im ersten Part jemand geschrieben hat, dass 37 Minuten zu lange sind. Das ist gut so, dass du das gesagt hast. Und das ist natürlich auch klar. Also die ersten Parts sind sowieso die längsten Parts immer. Ja. So. Ich möchte gerne hier unten. Hier. Aber nicht zu nah an diesem Ding. Nicht zu nah an diesem Metrit-Schild. Die den Garten machen für die Güsel Greens. So, und die restlichen zu Güsel Seeds machen. Die sind jetzt da oben, okay. So, haben wir hier überhaupt Bewässerung? Ja. So, das pflanzen wir hier wieder an. Und jetzt müssen wir leider auf die andere Seite, können die Ho noch zurückgeben in die Kiste. Und ich sag mal so, wenn ich es nicht vergesse, alle 50 Parts werde ich die Map hochladen für euch, damit ihr alles mal in Ruhe anschauen könnt, ohne die Parts jetzt zu durchwühlen und so. Und ja, bitte, wenn ihr die Map runterlädt und die Map anschaut, bitte nicht spoilern. Ich möchte die Dungeons natürlich alleine finden, die Erze alleine finden, eigentlich alles alleine finden und nicht da irgendwie dann gespielt werden, wo der bestlohnende Dungeon ist oder so. Andere Tipps und Tricks nehme ich natürlich gerne an. Aber wenn ich sehe, dass irgendjemand dann spoilert, ich werde es ohne zu zögern einfach direkt löschen und vergesse das einfach gleich wieder. Ich kann das, ich weiß, wie das geht natürlich, das wissen viele Menschen. Und also das bringt überhaupt nichts. Bei mir bringen Spoiler eigentlich überhaupt nichts. Und das sind Spoiler, auch wenn sie auch als Tipps angesehen werden natürlich. Hier machen wir eine Hängebrücke, das ist nämlich wirklich blöd, hier drüber zu gehen. Schwebende Pferde. Sie kommen und fürchten euer Gemüt. Sie werden dich aussaugen, eure Ohren zum Platzen bringen. Nein! Scream, der Horrorfilm mit Pferden. Ohne Pferden. So, wer ist hier begraben? Was ist das? Ah. Ich dachte, das sei ein Eisen... eine Eisenqualle, die so auf dem Boden. Nein, es sind solche Ritter. Haunted Armor. Oh, cool. Und Ektoplasm. Okay, jetzt wird's Nacht, schön. Da können wir gleich mal drin bleiben. Die Nacht. So schön oben, nein, nicht oben, unterirdisches Abenteuer in der Nacht. Wo war dieser Dungeon? Was ist der gar nicht? Hä? Nein, er war nicht hier, oder? Er war weiter südlich. Ja, ja. Kürbisse haben wir ja letztes Mal genommen. In dem Haus ist nichts. Nö. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwas ist. Kohle brauchen wir gerade nicht. Wäre schon schön, wenn wir noch mehr Kohle hätten, aber in einem Mining-Part können wir dann unterirdisch wieder Kohle suchen. Hier gibt es ein bisschen Kupfer in Gravel. Oh. Von mir aus. So, irgendwo hier war es. Dort ist er.
da vorne. Super. Night Blossom brauchen wir gerade nicht. Das ist ein Elefant. Was macht ein Elefant? Ah, da in der Wüste. Der ist wahrscheinlich ein bisschen nach Norden gerannt. So, wir müssen jetzt irgendwie taktisch uns vorbereiten. Wow. Ja, einer ist leider gestorben, aber wir haben eine Grabstätte zerstört. So, wir müssen uns vorbereiten. Wir machen mal hier zu. Und hier hoch, damit wir überhaupt noch recht schnell rauskommen. Hat nicht ganz so schnell, aber genug. Hier gibt es, glaube ich, auch Mimics. Also wie stark sind die? Ja, nicht stark. Aber unbesiegbar. Ah, das ist die... Das ist die Mimik. Hä? Seht ihr das? Das ist verbuggt. Oh, hier haben wir Spinnfäden für... Da ist ein... Ah, der macht langsam einen Boss. Gut, das ist nett. Da oben ist es nicht verbuggt, okay. Wow, das ist nicht schlecht in der Ecke. Ah, das ist schlecht in der Ecke. Nicht schlecht. So, die lassen wir mal noch drin. Strings können wir rausnehmen. Das sind unsere Lagerkiste. Jasperblock, okay. Kakaobeans. Das meiste möchte ich aber in diesen Truhen lassen. Habe ich jetzt die Fledermaus getötet oder? Ui. Essen? Hallo? Wir haben kein Essen mitgenommen. Das geht noch gar nicht. So, wie soll ich mich jetzt heilen, wenn ich kein Essen habe? Wie kann ich Essen machen? Ja, Potato essen. Das ist natürlich schlecht. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet in Sachen Essen. Das ist blöd. Oh Mann, es regnet draußen. Oh, ich bin noch ein bisschen müde. Ja, wir müssen Rottenfleisch essen. Wir brauchen jetzt gerade kein Leder. So, haben wir hier irgendwo Truhen mit Essen? War schon gut. Das ist eine Mimik. Nein. Das doch. Ja, muss er, also einer muss eine Ding von diesen zwei. Der auch, boah. Und ich muss natürlich noch auf. Also alles da mit diesen Büchern und so nehmen wir mal noch nicht mit. In diesen schmalen, ja, da wenn es so links geht und dann gleich wieder nach rechts oder nach rechts geht und dann gerade wieder nach links. Meistens hier drin in den Wänden eine Truhe, aber hier nicht. Hier ist es auch nicht zu wenig markant. Schauen wir mal irgendwo anders herum. Wir könnten hier noch ein bisschen reinschauen. Hier ist ein Loch, aber keine Truhe. Endermänner sind so leicht geworden. Nicht weil ich den Trick besser raus habe, sondern weil ich einfach mich besser das ah. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum guten Glück machen die so wenig Damage bei einer Eisenrüstung. Jetzt bin ich gerade unter Stress. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen unkonzentriert wirke. So. Nochmal essen. Wir haben wieder Hunger.
durch den Hunger Debuff. Ja, das ist keine Mimik. Komm, wir machen es mit Rechtsklick auf. Nö, ist immer noch keine Mimik. Wo ist eine Mimik? Hallo? Da! Ach so. Hätte ich niemals gedacht, und in dieser Truhe ist ja wahnsinnig viel los. Da ist eine Truhe. So. Na, guck mal an. Nun Spawner. Deshalb sind so viel... Oh nein, das ist eine Rüstungsspawner. Ja, hier kommen wieder Minotauren. Wo ist der andere hin? Hier. Okay, wir können ihn auf Distanz halten. So, hier ist wahrscheinlich auch Fleisch gedroppt. Den lassen wir mal. Dorn, sehr schön. So, und die Bauelemente auch weg. Wir bleiben noch ein bisschen am Anfang. Puh. Okay, Essen haben wir hier auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was Shiny Bubbles sind, aber können wir mal kurz schauen. Können wir nicht schauen. Hm. Also wegen dem Spawnen möchte ich unbedingt hier schon die Truhen mal plündern. So, wie Weizen haben wir auch. Es gibt doch irgendwie Lord of the Weed oder so. Das ist noch ein recht amüsantes kleines Projekt. Kleine Parts von einem... von einer Herr der Ringe-Verarschung. Und Weed heißt nicht Weizen in dem Sinne, sondern eher Drogen. Da ist jetzt kein Spawner drin. Hm. Okay. Wir sind ready für den Haunted Armor. Hängen noch ein bisschen hier im Spinnnetz fest oben. So. Okay, dann muss der hintere einen sein, weil die connected sind, die vorne. Okay. Was ist jetzt los? Wir backen irgendwie ein bisschen fest. Ja, leider ist es so einfach, dass die Mods halt sehr buggy sind in diesem Hexit, also im gesamten Hexit, dass wir hier nicht durchgehen, und hier können wir, ab hier können wir die Truhe öffnen. Also es ist nicht, wie das geht, aber ob es hier eine unsichtbare Truhe gibt oder so, keine Ahnung. Ich kenne die Mods natürlich dazu zu wenig. Ah, vielleicht ist einfach die Reichweite gerade so, dass... Ah Mann, da ist wieder ein Spawner, 100%ig. Da drin. Also eben, wenn es so ein bisschen eine Raumauskurbung ja, ist, eine Kuhle oder wie man die nennt, dann ist dort ein Spawner drin. Oder könnte nicht drin sein. So. Ich mag Mimics. Die können mir auch mal ein bisschen so angreifen. Und Effizienz 5. Beides Mimik. Boah, die sind recht schnell. Boah, die haben mich jetzt richtig fett gehauen. Das sind böse. Rügt sie mal ein bisschen in den Kommentar. Die blöden Mimics haben mich ein bisschen herumgeschupft. Fire Aspect. Fire Aspect ist neu in... also von einem Mod wahrscheinlich. Dawn and Respiration Protection. Ja, wir haben ja eins. Wir haben ja eins von diesen Chocopedias. So, ein bisschen längere Part machen. Das ist jetzt auch wieder ein Grund, einen längeren Part zu machen, weil der Dungeon noch nicht fertig ist. Aufstehen. Schlafmützen. Aufstehen. Das ist
irgendwie immer so in diesen Dungeons, dass einen Raum mit voller von diesen Haunted Armors ist. So, wir müssen essen. Sonst verhungern wir noch, bekommen immer mehr Schaden. Und meine Rakete ist draußen hochgegangen, weil heute 1. August ist bei der Aufnahme. Ihr bekommt wahrscheinlich den Part erst am 2. August. Aber das liegt einfach daran, dass ich ab 12 Uhr weg bin. Und davor den Part nicht mehr hochladen kann. Und dann bis um 1 Uhr morgens weg bin. Also bis in den 2. August rein weg bin. Ja, wir haben schön, also wir haben ein sehr gutes Fest in der Schweiz. Also Hauptaugenmerk in der Schweiz beim Fest ist nicht irgendwie Oktoberfest oder so. Also nicht Bier saufen, sondern Würste essen, also diese kleinen Würste essen. Und Bratwurst auch. Und Pommeschips, also Chips einfach bei euch. Und das ist ein bisschen gefährlich dort. Aber das Wichtigste im 1. August ist für uns die Raketen. Also Feuerwerksraketen lassen wir ab. Wie eigentlich auch am 31. Dezember. So. Weakness und Sepper. Und Weakness macht mich schwächer. Ja. Nicht der Ding. So echt. Das geht noch gar nicht. Crystal Bows sind so ein bisschen versteckte Holzbogen. Aber haben, glaube ich, nicht mehr anders zu bieten als normale Bögen. Holzbögen. So, unser Schwert geht schon langsam in die orangen Gefilden, also es ist schon eigentlich so ein bisschen orange. Ja, muss man halt einstecken, also ja, in Hexed ist ja ein Diamantschwert überhaupt nichts wert. Also das ist so extrem gering wert, dass man eigentlich die wegwerfen könnte überall in den Dungeons und alles. Sie einfach total ignorieren könnten später. Eine Mimik in der Kiste. In der Mimik. Eine Mimik in der Mimik. Okay. So, Silk Touch unbedingt mitnehmen. Protection auch. Dann können wir mal den Vorpelten Scrop mit weglegen. Okay, der Vorpelt nehme ich mit. Blast Protection nehmen wir später mal mit. Wir werden auf jeden Fall... Da. Ich wusste, dass es irgendwo der Spawner hat. Für die Dinge. Respiration. Weiß ich nicht, was das ist. Da ist auch nochmal einer. Nein. Lohnt sich jetzt gerade nicht. So, haben wir alles? Ich hoffe. Nein, haben wir nicht. Looting. Was können wir noch weg? Large Herd können wir wegschmeißen. Das Brot können wir essen. Das können wir noch wegschmeißen. Die Blöcke möchte ich mitnehmen. Und okay. Lass ich noch hier. Da ist das Skelett. Spawnt einfach hier drin, weil es hier zwei Platz gibt und dunkel ist. Okay. Hier haben wir gesagt, haben wir alles. Ein bisschen ausleuchten hier. So. Also dann was mit dem Part. Wir machen dann direkt hier oben am Eingang weiter. Ich möchte noch kurz schauen. Power 5. Fortune 3. Sharpness 4. Ja, wir müssen unbedingt nochmals hier rein.
Das machen wir dann im Mining Part noch. Einfach Items aus dem Dungeon holen kann im Mining Part gemacht werden. Also im Looting Part, im alles mit Items zu tun hat, also auch Items aus Dungeons zu holen und so. Und ich danke euch fürs Zuschauen und im Sonntag, 2. August, gibt es 2 Minecraft-Folgen, weil ich am Montag, der 3. August, weg bin. Und ja, eventuell gibt es eben ein Part weniger, weil ich eben 2 Tage in dieser Woche weg bin. 1. August und 3. August. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasa. Tschüss, hat Spaß gemacht in diesem Dungeon. Bye.